So Freunde, was geht's? Sky Apps am Start, willkommen zum nächsten und 68. Folge FIFA Mobile 21, Freunde. Heute werde ich mir Serge Gnabry aus dem Top-Start-Event abholen. Ich werde mit ihnen ein vs. Angriffsspiel machen. Und Leute, ich werde ihn reinstellen. Ich werde Serge Gnabry in mein Team reinstellen. Und wenn ich mit diesem Team im vs. Angriffsspiel verliere, muss ich ihn abstoßen, beziehungsweise verkaufen für 100 Coins. Heute mit Scott, darauf habe ich aber absolut keine Lust, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Grüßlingen, denn der erste Freunde ist der Oscar Pieper. Kannst du dich im nächsten Video grüßen, sei grüß Oscar und deine Meinung zu Hannover 96. Hab keine Meinung. Hab keine Meinung zu Hannover. Mag sie jetzt auch nicht, aber hab sie jetzt auch nicht gegen sie was, ne? Also sagen wir mal so. So, und der nächste ist hier der Simon. Ist das T-Shirt ein Merch? Nein, ist nicht mein Merch, Leute. Es ist einfach nur ein Star Wars T-Shirt, wo Skywalker draufsteht. Pers kann sich grüßen, aber noch nie in meinem Leben grüßt. Sei grüßt Simon. Und ich würde sagen, wir fangen an mit FIFA Mobile, Leute. Wir gehen jetzt Topstart Event. Und werden da auf jeden Fall hier nochmal das hier einlösen. Auf jeden Fall nochmal einen Meister-Token uns abholen, Freunde. Und auf jeden Fall nochmal hier Punkte uns abrufen hier, oder beziehungsweise abholen hier die Top-Punkte, Leute, für 15.000 Coins, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die Boni rein und werden da jetzt das hier machen. Skillboost uns abholen und nochmal hier, hoffentlich bekommen wir jetzt auch gleich mal hier unseren Token, unseren Meister-Token. So, 10% prozentuale Chance, Freunde. Ich hoffe, ich bekomme den, ne? Erhöhte Wahrscheinlichkeit. Ja, ich müsste ich eigentlich bekommen, Leute. 4, 8, 12, 3 Mal noch. Jetzt noch 2 Mal. Ey, weh, ich bekomme den nicht, ne? Wäre absolut lost. Jawohl, da ist er. Der Meister-Token. So, wir holen uns jetzt hier Serge Gnabry ab. Batzunge. Da ist er. Serge Gnabry am Start. Und Batzunge. Serge Gnabry, 92er. Plus-Spieler. Finde ich schon nice, dass man hier ein 90-Plus-Spieler Free-to-Play bekommen kann. So, wir werden auf jeden Fall jetzt hier Serge Gnabry ersetzen durch, ich würde sagen, da ja Gnabry eh Bundesligaspieler ist, würde ich sagen, durch Beckham. Wo ist er denn jetzt, der gute Gnabry? Da ist er. Serge Gnabry. Nachteil ist, dass der Serge Gnabry keine Skill-Boost hat. Beziehungsweise Skillboost hat, mit dem ich noch nie was anfangen konnte. Ist ja auch kein Wunder, Leute. Der ist rechts Mittelfeld und ich habe noch nie irgendwie rechtes Mittelfeld betätigt, Leute. Ich würde sagen, wir gehen nicht ins Wochenendturnier, weil da bekomme ich ja meistens leichtere Gegner. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier rein in was Angriff, Leute. Und wenn ich tatsächlich verlieren sollte, ne, muss ich sehr Clash Gnabry abstoßen, ne, beziehungsweise verkaufen für 100 Coins. Alter, Leute, ne. Das wäre absolut lost. Das wäre absolut lost, Alter. Bitte ein schlechtes Gegner. Bitte, 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 bitte. Schlechtes Gegner, schlechter Gegner. Bitte. 114. Nein. Nein. Lost. Lost. Ich muss mich absolut konzentrieren. Heidewitzka. Junge, 1-0. Wichtig. Gute Chance. Bailey. 3-1. Ah. Das sieht sehr gut aus. Lewandowski, 5-1, Junge. Der Gegner ist zu lost, um zu treffen. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, Freunde. Robert, Lewandowski und 6-1. Der Gegner macht bestimmt das 6-2. Ein Ballverlust, Alter. Was macht denn der Gegner? Aber jetzt bestimmt Tor. Wieder Ballverlust. Was macht denn der? Gegner zu lost, um zu treffen.
Aber ich habe eh gewonnen, Leute. 7-1 bestimmt jetzt. Jawohl. Schweinsteiger, 7-1 gewonnen. 8-1 mache ich noch hier. Den Deckel mache ich jetzt darauf nochmal hier. Schweinsteiger, 8-1, Freunde. Ich habe gewonnen. 8-1, Leute. Wie geil ist das denn? Wir werden jetzt auf jeden Fall hier sehr knapp verkaufen, Freunde. Und mal sehen, wie viel für Coins der auf dem Markt wert ist. So. Wir wechseln Gnabry wieder mit Beckham. So, zack. Und werde gucken, wie viel Gnabry jetzt auf dem Markt denn wert ist. So, Gnabry, gehen wir mal ein hier. Gnabry. Batz, Junge. 92er Plus-Spieler. Und ich gebe mal ein hier Preis. Ich würde mal schätzen, so 3,5 Millionen. Würde ich mal schätzen, Freunde. So, zack. 2,4. Okay. 2,4. Kann ich mit leben, Freunde. Kann ich absolut mit leben, Freunde, mit 2,4 Coins. Nichtsdestotrotz muss ich auch wieder euch daran erinnern, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich hätte ihn einfach nur für 100 Coins verkaufen können. So. Ich mache ihn für 2,4 Millionen Coins, stelle ich den guten Serge Gnabry auf den Markt rauf, Freunde. Und Mindestpreis machen wir hier 2 Millionen, Leute. 2 Millionen Mindestpreis. Item anbieten. Und dann war es auch schon mit der Folge mit den Freunden von heute. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Knackige 7 Minuten ging das Video jetzt. Und Leute, morgen ist auf jeden Fall ein geiles Draft. Seid auf jeden Fall gespannt, was da sich auf sich hat. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe auch, dass Totti rauskommt. Ne? Ich hoffe absolut, dass Totti endlich jetzt mal rauskommt in den nächsten Tage. Ich vermute ja am Dienstag, weil das Top-Stars-Event am Dienstag endet. Und ich würde sagen, möge die Macht mit euch sein. Bis morgen, Skywalker!